Blub blub Leute, willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings 2, Duke of Bulgar. Volga Bulgaria mittlerweile. King, ne? Und so. Aber, ich bin am überlegen, Leute, vielleicht könnten wir Azov irgendwie zerstören. Und Ruthenia auch. Es müsste nur mal der Plot feuern, den wir gerade schon am Laufen haben. Das Dumme ist, wenn ich ihn jetzt aufgebe, dann ist Ende. Ach, jetzt will sie doch nicht mehr. Wir hatten ihr doch Geld gesendet, der doofen Kuh. Base Reluctance. Political Concerns. Ja, darum geht's doch, Mensch. Darum will ich ihn doch töten. Dich könnte ich noch erwischen. Wie sieht's aus? Ja, komm, das ist nix. Dafür haben wir ihn an Bord. Dich auch noch. Ja, komm, kriegst du auch. Und du vielleicht. 44? Was seid ihr also teuer? Ja, okay, sind... Das sind Bürgermeister, die sind immer teurer. Was ist er? Mayor. Bischof. Du kannst, bist doch relativ billig, oder? Boah, ist zur Hölle, du bist ja teurer als der Bürgermeister. Bischof, Mayor. What the f... Ja, wenn wir den haben, ist vorbei. Ja, das ist es wert. Das ist es wert. Noch ein Prinz? Nehmen wir noch Geld, ne? Ja. Okay. Ich hoffe jetzt mal, dass der auch dazu kommt. Der scheiß Spymaster, den brauchen wir. Ja, sie will mit uns schemen. Wo ist der Spymaster? Ich habe dir gerade eine Menge Geld gesendet. Wir haben schon wieder einen Sohn. Oh mein Gott. Warum können die nur Söhne ausspucken? Das gibt's ja nicht. Ich will jetzt lieber ein paar mehr Frauen haben. Ja, hier bei dem Playthrough hätte ich gern ein paar mehr Frauen. Denn Brüder sind tödlich. Ihr habt's ja gesehen. Wenn die Dekadenz 100%... Oh, und das ist schon wieder einer, ne? Wenn die Dekadenz 100% wird, dann ist vorbei. Oh, ich habe keine 100 Piety. Damn it! Ich fighte zu lange gegen und zu oft gegen Muslime. Das ist mir gerade egal. Ich will das Land. Gib her. Okay, ich brauche mehr Piety. Wie sieht's aus? Tournament. Es gibt mir keinen Piety. Ramadan. Keine 100 Gold. Damn it! Das heißt, wir müssen auf ein bisschen mehr Gold warten. Warte mal, können wir... Müssen wir eigentlich gar nicht. Was auch immer du bist. Du bist einfach nur da. Das heißt, du bist wohl ein Kutsche. Du hast aber auch nicht wirklich viel Geld. Aber genug wahrscheinlich. Haben wir. So, wer bist du? Auch nur ein Kutsche. Und du hast kein Geld, das heißt, du bist doof. Count? Ist das mein Marshal? Nein, das ist nicht mein Marshal. Okay. Und du hast Geld. Also wirst du eingeknastet. Danke. So's. Prisoners, gebt mir euer Geld. Achso, sie hat schon Offer. Immer noch. Wie lange denn noch? Okay. Ja, jetzt haben wir genug Geld. Sehr gut. So, jetzt Ramadan. Ramadan! So. Läuft. Ja, let the feast commence. Läuft schon. Ist okay, ist okay. Gib mir euer Geld. Ist gut. Ich brauche mehr. Ach, natürlich, ne? Jetzt ist all mein gutes Geld schon wieder weg. Aber es geht auch Dekadenz runter und das ist gut. Und ich habe keine... Söldner. Oh mein Gott. Ja, send out the invitations. Awesome. Ja, ich bin blank. The great banquet you ordered held to celebrate. Bla. Irgendwen. And the end of Ramadan was a rousing success. The food was exceptional and the entertainment magnificent. And a great time was had by all. Your guests seemed suitably impressed by your wealth and generosity. Ja, alle sind toll. Ich habe keine Kohle mehr. Oh mein Gott. Only for bla. They will all see my love. Ja, ich bin genug Geschenk für euch, weil ich habe kein Geld mehr, Leute. Ja, bis zum nächsten Jahr. Ist schön. Super. Wir haben wenigstens einen Dekadenzpunkt verloren. Oh, wir kriegen immer noch 0,4, ne? Pro Monat? Pro Monat, Alter. Ja, mehr Levy ist gut. Oh, damn it.
Yay, Uprising. Oh mein Gott, 4000. Das kann jetzt was werden. Ja, Personal Levy haben wir auch 4000. Und den Rest werde ich so raisen, weil das weniger gefährlich ist. Und du hier haben wir schon. So, nein. Sammelt euch hier bitte. Okay, die kriegen wir down. Geht schon irgendwie. Vor allem, wenn sie sich aufteilen. Die sieht so aus, als wenn sie sich gleich aufteilen. Oh, dann sind nämlich kaum noch Leute. Doofe Revolten. Doofe, doofe, doofe Revolten. Ich weiß nicht, was man dagegen wirklich tun kann. Ach, das hier ist das County mit der hohen Revolt Risk, ne? 5%, das ist nicht mehr so viel eigentlich. Könnte ich unterdrücken mit meinem Marshal, aber. Pff. Ich mach's platt. Wer zur Hölle bist du? Random Courtier. I don't really care. Okay, so, machen wir die nochmal fertig. Wir haben auch Zeug dabei. Jong ist dabei. Super. Jong soll bitte ganz vorne stehen. Soll der allererste sein, der drauf geht. Das ist nämlich ein Penner. Warte mal, wie viel Geld brauche ich? Nee, wie viel? Ah, ich brauche Piety. Ja, komm, hau rein. Das kostet mich auch Piety. Oh, es ist so dreckig, ne? Es ist so dreckig. Aber er mag mich dafür mehr. Ha. Wir haben Subject Surrical is converted. Yay. Wer bist du? Da hinten irgendwo, okay. Ha, die haben die Siege abgebrochen. Haha. Noch ein Jong. Nein. Vorher schlachte ich dich im Kinderbett nieder. Wen können wir noch dazu holen? Wie wär's mit dem Thomas Datzmann? Oder? Wir machen Hans Wurst mal, komm. Au, von, also der guckt ganz viel bei mir, XCOM. Der ist jetzt hier auch mal dabei. Läuft. Auch wenn er hier wahrscheinlich nicht reinschauen wird. Ja, und nu? Ihr habt eh kein Land, das heißt, ich kann nichts siegen. Das heißt, ich muss euch so plätten irgendwie. 22. Mai. My Co-Conspirator, Grand Princess. Ah, ja, schön. Du bist also doch dabei, Mädchen. Sehr gut. Damit könnte der Junge endlich sterben. So, alle Truppen tot. Gebt mir euer Geld. Moral Authority, cool. Und 100 Prestige, 200 Pi 200 Piety, ja! Könnte ich noch mehr davon kommen? Bitte nicht zu viele, aber. So ein paar wären schon geil. Eine immer nur und so, aber. Ja. Okay, wartet mal. Wir haben wieder kein Geld, warum auch immer. Failure, that fool Hunter lost his nerve and refused to kill King Alexander. At least he has decided to keep quiet about the conspiracy to hide the shame of his own involvement. We will just have to try again. Ja. Werden wir schon. So. Ich hätte jetzt nämlich gerne. Können wir Retinue haben? Ne, können wir nicht. Wir sind Full Cap. Irgendwas wollte ich machen. Wir verlieren schon wieder Land. Aber das ist doch nicht schlimm. Doch, es ist schlimm. An ihn würden wir Land verlieren. Deswegen würde ich ihn gerne angreifen, aber ich darf ja nicht. Nee. Aber ich kann ihn angreifen. Wir haben genug Piety. Ist okay. Raise all the things. Zap, zap. So, jetzt können wir wirklich alles nehmen. Machen wir Bam. Und sagen hier und du wirst disbanded und du wirst disbanded und du auch. Ich brauche mal nicht. Haha. Haha. Oh mein Gott, das hat aber ganz schön Piety gekostet, ne? Ja, gut. Also dafür, dass wir zwei verlieren und trotzdem noch 1,22 machen, ist ja egal. Bitte. Kann ja nicht so schlimm sein. Wir bekommen einfach nur weniger im Monat und, ja, ist okay. Kann man mal machen. Your dear first wife, E. Pickle, has once again cornered you and is expressing her shame and embarrassment over the fact that your current heir is not a child of hers. She is pleading with you
to grant more land to her precious boy Pat, increasing his influence. Nein? Get off, I don't care. Okay, das klang falsch, aber... Ja, sie soll verschwinden. My Khan, word has reached me that your Count Kurdimam has accused me of heresy. I implore you as a devout Sunni to another devout Sunni to believe me when I tell you I'm not a heretic. I'm sure it's not a heretic. Dann wird er mich mögen. Was gut wäre, er ist nur Baron, sonst nur cares. Oder letter is sent to the court imam. Und er ist branded a heretic. Ha! Ein Count in Ithil. Der hat noch einen über sich, also warum sollte mich das stören? Ganz ehrlich. I don't care. You're a heretic. So. Ach, guck mal, wir haben schon 10.000 Mann hier. Mensch. Langsam läuft's. Und Jong sollte sterben, bitte. Dankeschön. Ach so, und wir haben jemanden verloren. Den Spymaster. Das ist schlecht. Oh Gott, wir haben wirklich keinen guten mehr, ne? Count Jong, schon wieder einer. Hä? Wie viele von denen gibt's eigentlich, die alle Jong heißen? Ja, komm, dann musst du es halt sein. Du würdest auf 10 hochgehen. Und du bist eine Frau. Oh, das ist meine Mutter. Meine Mutter? Sollen wir sie? Du würdest mir doch nichts antun, Mutter, oder? Und sie mag mich so sehr. Nee, wird sie nicht. Komm. Ja, komm, deck noch mal ein paar Plots auf. Ja, und da ist 10. Haha. Sehr gut. Die haben keine Chance. Na gut, ihr könnt auch draußen stehen bleiben, wenn ihr, während ich euer Land in Schutt und Asche lege. Ist okay. Ich wette, ich kann sogar direkt, ja, assaulten. Super. Dupdidi. Dupdidupdidi. Das ist schon 87%. Ich habe nur ein Land eingenommen. Also ein Stück Land. Ja, Hause weg. Bam. Charismatic Negotiator. Painter, yay, du bist so scheiße. Es tut mir leid, aber oh mein Gott. Oh mein Gott, Paint. Das gibt es nicht. Kriegst du eine Frau? Ja, du bist momentan unser Erbe, also wahrscheinlich schon. Aber... Diesmal können wir dafür sorgen, dass wir noch was dabei rausbekommen. Sind wir mit den Fatimiden alliiert, frage ich mich. Nein, anscheinend nicht. Okay, wir sehen alle gleich aus, aber nee. Sind wir nicht, also sollten wir das besser tun. Oh, guck doch mal. Und sie hat natürlich schon einen Mann! Dammit. Eine Frau kann nur einen Mann haben, aber ne, nicht umgekehrt. Ein Mann kann viele Frauen haben. Elf. Ja, Paint, da wirst du wohl noch ein bisschen auf deine Frau warten müssen, aber das ist mir mal gerade egal. Denn... Ach, ich könnte sie mir... Ich könnte sie auch noch zur Frau nehmen, das ist schön. Viel Spaß, Paint. Ich brauche die Allianz. So. Kannst du noch eine Frau haben, das ist die Frage. Weil ich würde dich auch gerne noch mit einer hier aus, vom Seljukenreich verheiraten. Die haben doch alle schon... Oh, Sister-in-Law. Oh, ist schön. Na, die haben doch alle schon Männer. Sie noch nicht. Arrange Marriage. Wird das... Was? Wird es nicht akzeptieren? Warum? Der ist doch ein schmucken Kerle. Okay, Paint ist doof. Vielleicht mit ihr. Political Concerns. Was? Was? Die wollen mich... Oh nein, die wollen mich fertig machen. Also wenn die mich angreifen, ist vorbei, ne? Das wisst ihr. Ich denke mal, das könnt ihr euch vorstellen. Dem gebe ich keine Chance. Wie wär's mit dir? Nee, der lässt sich nicht umstimmen.
Und der liebt mich im Grunde. Damn it. Also die Allianz mit den Seljuken können wir nicht festigen. Dann sollten wir sie vielleicht mal nutzen. Wie viel habt ihr, Leute? 24.000. Und das Byzantinische Reich hat... Soll ich alles auf die hohe Kante legen? Sobald der hier vorbei ist, machen wir das. Komm. Eventuell ist das dann schon vorbei. Ja, mach, komm. Let him fly like a bird. Und der will schon aufgeben. Ja, danke. Leider werde ich eh nur sein Liege. Voll doof. Wir können Titel uns holen, okay? Was zur Hölle? Ist das bitte? Anushtiginit Baylor Beylik. Alter! Baylor Beylik of Turkestan. Was auch immer das sein soll, ist mir auch völlig egal. Aber es ist ein Königreich. Ist das ein Königreich? Wirklich? Nee. Das ist König von Turkestan. Nee, okay, das ist ein Duchy. Und das Empire der von... Oh. Okay. Wir brauchen nur ein bisschen mehr Geld. Cool. Boah, geil. Können wir das kriegen? Wir müssen zwei Kingdom-Title haben, um das Imperium zu gründen. Oh mein Gott. 543, 400 Piety. Eigentlich kein Problem, aber 80% der... Boah. 29 von 71 haben wir. Wir müssen das alles noch erobern. Wie sieht es mit Kumania aus? Vielleicht ziehe ich die noch vor. Ich würde sogar eine Invasion machen, ne? So gern. Oh Gott, so gern. Habt ihr Allies? Keiner, der irgendwie mattern würde, okay. Der irgendwie sinnvoll wäre. Truppen. Ihr habt gar keine Truppen. Ihr seid immer noch im Krieg. Mhm. Ach so, ein Host. Host Invasion. Herzlichen Glückwunsch. Warte mal. Können wir? Nee, immer noch nicht. Oh. Aber jetzt, dieses Jahr müsste es gehen. Ja, okay, Leute. Das Team auf jeden Fall vor. Warum? Das ist schon gar nicht mehr meins. Habe ich schon gemacht? Ja, habe ich schon gemacht. Okay. Ach nee, der ist ja noch ein Vasall von uns. Ach so, der war ja auch niemand unseres. Na gut. Okay, dann könnten wir jetzt aber angreifen eigentlich. Hätte ich schon Bock drauf. Ich will aber die Invasion machen. Achso, ich bin noch ein Truthbreaker. Was? Ihr wollt mich doch verarschen. Wie lange denn noch? Ja gut, bis zum Mai. Das ist im nächsten Monat. Success! Yeah, he's done! He has not yet learned to fly. Now he may can... train a little bit more. Okay, Ruthenia. Geil. Ja. Wer bist du denn? Wer bist du denn? 300%. Hauen weg. Bitte sofort. Ich will ihn fliegen sehen. Lasst ihn fliegen, den kleinen Penner. Ja, direkt gefeuert. Seht ihr, so muss das laufen. So, und? Und? Ich kann immer noch nicht. Jetzt kann ich. Tengri. Tengri ist er. Der wird uns nicht angreifen. Hoffentlich. Das ist nochmal ein Problem. Ich will die Invasion machen. 1000 Piety. Aber hiermit kriegen wir Piety. Eine Menge. Ja, komm. Lass uns versuchen. Ich habe lange nicht mehr gespeichert, Leute. Wenn vorbei ist, ist vorbei. Ne? Ihr wisst das. Wäre auch nicht schlimm. Fände ich eigentlich gar nicht so schlimm. Wenn wir hier verlieren würden, ist das auch eine Lektion, die man lernen muss. Lass die Männer marschieren. Failure! Nein, Failure! Failure! Damn you, Bitch! Damn you! Der Krieg gegen Cumania, mal gucken. Wir kriegen hier richtig schön Land. 4 Stück. Das ist ungefähr das Vierfache von den letzten Kriegen. Yay! Yeah. Ja, komm, sprengt ihn in die Luft, den Penner. Bevor er sich irgendwie... Oh, Vassal Levy's race too long. Ja, war klar. Success! Yay! Yeah, he's exploded!
Und dead. So, ich wette, du hast zwei Geschwister. Und der nächste auf dem Thron. Goodbye, my friend. Let him fly. So, jetzt können wir ihn endlich mal auseinandernehmen. Das dreckige Königreich. Fuming with anger, what the fuck, Chief Quaddy, I don't care. Ja, mach, komm. Es hat überhaupt keinen Effekt, dieses Event. Also insofern, weder so noch so. Oh, damn it. Das ist ein Problem. Wir werden sie nicht los. Könnt ihr irgendwas Gutes? Ich seid voll die Trottel, aber Hauptsache ihr seid dekadent oder was? Ich glaube, es hakt bei euch. Ja, da verliere ich jedes Mal 100, ne? 100. Aber ich kann die Dekadenz auch nicht anschwellen lassen, sonst bricht unser Reich zusammen. My decadent brother, Volker Bulgari, refuses to change his sinful ways. I can declare him a kafir, which will give me a reason to imprison the degenerate. Unless there's another way to get through to him. Huh. Ich meine, es wäre mir doch egal, wenn er mich hasst. Wenn ich ihn einsperren kann, produziert er keine Dekadenz mehr. Ja, und er hat kein Land. Goodbye, brother. Und du auch. Die. So, imprison him. Dankeschön, ab in Knast. Und du auch. Bye, bye. So, nichts mehr mit Dekadenzgenerierung hier. Vorbei ist das schöne Vergnügen. Jetzt darf ich ihn nur nie freilassen. Niemals. Niemals wieder. Ich würde eher sagen, ab in die Oblette. Aber dich können wir freilassen. Dich können wir freilassen. Dich können wir sogar banishen. Wer auch immer du bist jetzt auf immer Wiedersehen. Ach so, du bist der... Schön, du bist der Anführer der Rebellion. Hoffentlich hast du uns ein bisschen Geld gegeben. So, und die anderen beiden würde ich eher hinrichten. Ich würde es lieber hinrichten, aber dann bin ich, glaube ich, Kinslayer, wenn ich das mache. Execution will cost you piety. Ha, ich würde Geld bekommen. Viel Geld. Bin ich gierig? Ich bin gierig. Na, ich habe sowieso schon piety verloren ohne Ende. Was soll's. Blessings upon you and your house. I accept paying your ransom. Ja, sehr schön. Ja, du auch. Ja, ja, super. Und wir haben ein bisschen Brosko bekommen. Yay. Success! And had not yet learned to fly. Yeah, let them fly. Let them fly more. Wer ist das? My rival. Warum ist sie meine Rivalin? Was habe ich hier jemals getan? Habe ich sie verführt? Och, aber die Alte, die kriegen wir auch tot. So, wie sieht's aus? Sie macht mit. Ihn könnten wir dazu bewegen. Mit viel Gold. Aber ist egal, wir haben gerade viel bekommen. Warte mal, Plot Power. Kriegen wir ihm noch dazu? Ja, ihn kriegen wir auch noch dazu. Das müsste reichen. Für die Minimalanforderung 80% muss man haben. Und wir haben jetzt 65. Wirklich? Nicht mehr? Prinz Potter Volga Bulgaria is now of legal age. He became a Grey Eminence. Yay. Geil. Wetten, Paint wird ein... Ach, sehr, Paint ist eine Vollnulpe, ne? Sorry, Paint. Ja. Noch nicht mal das hast du hingekriegt. Schaut euch mal ihn an. Wie hammergeil. Wie hammergeil. Er ist kein guter Soldat, aber Diplomat perfekt. Schön Stewardship, schön Intrigue, schön Learning. Geil. Wie gern würde ich als er spielen. Sorry, Paint. Schon wieder, aber... Honorary Title. Ah, Designated Regent. Dann kriegt er Geld von uns mehr. Food Taster, Kurt Calligrapher. Kurt Poet, Chief Architect. Nein. Oder Kurt. Meine Vassals. Der hasst mich. Warum hasst er mich? Ah, Count of Varal. Ups. vielleicht, weil ich ihn kriegerisch übernommen habe. Hm. Warte mal, bist du eigentlich... Du bist Sunni, okay?
Du auch. Oh, scheiße, der Part ist ja schon lange rum. Ups, ich wollte ihn ja schon lange beenden. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play. Was? Food Taster, hasst er mich für? Gott. Bei Let's Play Duke of Bolgar. Lass mir doch Kommentare und Bewertung da. Und dann schauen wir mal, wie wir Q-Mania mal hier richtig schön wegfetzen, oder? Geil. Bis dann, Leute. Tschüss.